Yo, Leute, was los? Und wir kommen jetzt zu einem neuen Video bei Slow TV, und zwar zu diesem Mal zu einem kleinen Review von den Water Dancing Speakers, aka Wasserlautsprecher, die ich mir gekauft habe, vom Konrad Elektronik zu einem Preis von 24,99 Euro. Einmal kurz die Verpackung gezeigt, für alle, die es interessiert, von der Firma Ednet, mit einem kleinen Punkt dran. Ja, den scheiß Auspackkram habe ich euch erspart und habe sie installiert. Die werden jeweils verbunden mit zweimal Micro-USB und halt einen Kopfhörerklinkenausgang von, lass mich nachgucken, 3,5 Millimeter. Ja, vergoldet. Ja, die schließt man ganz einfach per USB an und per Kopfhöreranschluss. Ja, wie gesagt, zum Preis von 25 Euro. Ich werde euch bei Amazon jeweils drei Links verlinken. Einen für 8 Euro, einen für 25 Euro und einen für 40 Euro. Und ich werde den Song verlinken, den ich vorstellen werde. Das ist natürlich ein Copyright-freier Song von Last M Lovers von NCS. Und ich werde euch den Song verlinken in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt mal das Licht aus und lasse die Magie beginnen. Ja, bis dann. So, und da bin ich wieder. Und dann fangen wir schon mal mit dem Song an, meine Freunde. Übrigens, für alle, die es genau wissen wollen, meine Lautstärke ist auf 48%, meine Systemlautstärke auf 46. Also alles im mittleren, unteren, leicht unteren, mittleren Bereich. Ja, die Fontänen schießen eigentlich relativ weit hoch für die Lautstärke. Jo. Was man noch sagen muss, man hat einen sehr schönen Effekt oben an der Decke, den ich euch gleich zeigen werde. Ich möchte das jetzt einmal von oben präsentieren, wie das Wasser so hochschießt. Wie sieht das denn von oben halt aus? So, und jetzt von der Decke der Effekt. Sieht jetzt relativ unspektakulär aus, sieht aber wirklich aus wie so eine kleine Party oder wie so eine kleine Disco. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt, bin jetzt leise und ja, dann seid einfach gespannt. Abonniert einfach den Kanal, wenn euch die Videos gefallen und ich bin raus. Thank you.